Ich zeig mal, jetzt einfach bloß gucken. Ich zeig mal, dass das auch mit Logarithmieren gegangen wäre. Und zwar, ich schreibe nochmal hin. 6 hoch x plus 1 halbe sollte ja sein 1296. So, und ich sag jetzt mal hier, ich logarithmiere zur Basis 6. Also hier drüben geht es jetzt weiter. Logarithmus zur Basis 6 von dem ganzen Ausdruck ist genauso wie der Logarithmus zur Basis 6 von dem 1296. Ich mache einen Bund weiter. Jetzt wissen wir nach Logarithmengesetzen, wir können diesen Exponenten komplett nach drüben ziehen. Komplett. Ist also gar kein Problem. Wir könnten auch was anderes sagen. Ach ne, wir machen es mal so. Also, naja, wird viel Schreiberei. Ist egal. X plus 1, aber wir wissen ja, Mathe halbe ist Logarithmus zur Basis 6 von 6. Und das ist. Es kommt davon. Ja, danke. Ich hätte hier abschreiben müssen. 1296 hoch 1/2, ne? Nicht zu vergessen. Hier. Die Wurzel. Hier. Hoch 1/2. Das hatte ich vergessen jetzt dazu zu schreiben. Aber das kommt davon. So. Jetzt, dieses 1/2 rutscht demzufolge nach vorne. Ich mache jetzt mal wieder in lila weiter. Dann heißt das also, das ist der Logarithmus zur Basis 6 von 1296. Naja, was macht man hier aus diesem Ausdruck? Hier, dieser. Hier steht ja, dadurch, dass ich den Exponenten nach vorne gezogen habe, steht eine stille 1. Das ganze Ding wird 1. Ich kann also sagen, ne, das ist. 1. Ich kann also sagen, x plus 1 halbe steht hier drüben alleine und hier steht 1 halb und jetzt Logarithmus zur Basis 6. Wenn es mir jetzt gelingt, die 1296er also 6 hoch 4 wieder anzuerkennen, nehmen wir an, ich habe diesen Weg gar nicht beschritten, dann steht hier also von 6 hoch 4. Na, das ist doch wunderbar. Erstens, wenn ich jetzt beide Seiten erstmal grundsätzlich mit 2 mal nehme, dann steht hier bloß noch, dann fallen die halben weg. So, dann steht hier bloß noch x plus 1 ist gleich, das 1/2 hat sich erledigt durch mal 2 und Logarithmus zur Basis 6 von 6 hoch 4 ist 4. Naja, wir sehen, minus 1 x ergibt die gleiche Lösung. Ne? So geht es auch. Gut. Wir machen in Schwarz weiter. Das war jetzt bloß mal ein Ausblick, was man noch machen kann. Ja, ich glaube, ich könnte noch in der Richtung noch was zeigen. Ja, logarithmieren doch. Es hat was. Man sollte sich allerdings nicht verhaspeln. Logarithmieren wir mal folgenden Ausdruck. Nehmen wir mal an, wir stehen dann an der Stelle, dass wir sagen, ach Mensch, das ging ja alles so gut. Mit dem Logarithmus, da kann ich besser umgehen. Mir gefällt also dieser Exponentenvergleich nicht so gut. Und ich stehe vor folgender Aufgabe. Dann könnte ich Folgendes machen.